Oscar Bravo! Sie hatten keine Startgenehmigung! Hier Tower Egelsbach! Bitte landen Sie sofort wieder! Oscar Bravo! Sie hatten. Hallo, Delta Romeo November, Oscar Bravo! Bitte melden Sie sich! Ja, hier Tower Egelsbach. Karl? Ja, ich hatte eben einen Blindstart. Ja, die Geschichte kommt mir reichlich verdächtig vor. Er meldet sich nicht auf meinen Anruf. Er hat das Sprechfunkgerät abgeschaltet. Er fliegt in Richtung Frankfurt. Frankfurt Turm, hier Delta Romeo November Oscar Bravo auf 122,7. Bitte kommen. Delta Romeo November Oscar Bravo, hier Frankfurt Turm. Nennen Sie Flughöhe und Position. Frankfurt Turm, Oscar Bravo. Ich befinde mich jetzt circa 3 Meilen nördlich vom Platz, in etwa 200 Fuß Höhe. Geschätzte Ankunftszeit, circa 2 Minuten. Oscar Bravo hier, Frankfurt Turm. Sie hatten keine Erlaubnis zum Einflug in die Kontrollzone. Sie fliegen unter der vorgeschriebenen Mindesthöhe. Nehmen Sie sofort Südkurs auf und steigen Sie auf über 1000 Fuß. Über dem Pflichtmeldepunkt Langen nehmen Sie wieder Verbindung auf. Ende. Frankfurt Turm, Oscar Bravo, sparen Sie sich Ihre Anweisungen. Ich weiß, was ich will. In einer Minute erfahren Sie, was Sie zu tun haben. Ein Verrückter, das hat uns gerade noch gefehlt. Oscar Bravo, Sie gefährden die gesamten An- und Abflüge. Ich fordere Sie nochmals auf, die Kontrollzone zu verlassen und auf über 1000 Fuß zu steigen. Oscar Bravo, Sie fliegen sofort eine 180-Grad-Kurve und verlassen die Kontrollzone. Ich denke gar nicht dran. Bitte jetzt keine Anweisungen mehr. Im Augenblick hört alles auf mein Kommando. Ja, das kann ja heiter werden. Hol doch bitte mal den Chef. Ja, mach ich. Wind denn der? Oscar Bravo, bleiben Sie jetzt bitte nördlich des Turms. Nennen Sie uns den Namen des Piloten und sagen Sie uns Ihre Absichten. Komm. Mein Name ist Steiner. Gerd Steiner. Sierra Tango Echo India November Echo Romeo. Und nun hören Sie mal gut zu. Ich befinde mich in einer dreckigen Situation. Das Wasser steht mir bis zum Hals. Und ich habe ganz bestimmte Forderungen an ganz bestimmte Leute. Und Sie werden mir jetzt diese Leute heranschaffen. Und zwar möglichst schnell. Und wenn Sie meine Forderungen nicht befolgen, dann werde ich mich mit meiner Maschine auf einen der beliebtesten Plätze in der Stadt stürzen. Die Hauptwache, den Zoo, die Zeil, den Hauptbahnhof oder die Autobahn. Vielleicht dürfen Sie sich das sogar aussuchen. Haben Sie mich verstanden? Over. Ruf die Polizei an. Ich fürchte, wir brauchen noch die Kripo. Oscar Bravo, Sie wissen sicher, dass Sie sich mit Ihrem Vorgehen strafbar machen. Ich weise Sie vor allem darauf hin, dass Sie Ihren Pilotenschein verlieren, wenn Sie nicht augenblicklich unsere Anweisungen befolgen und vernünftig werden. Hören Sie doch auf mit Ihrem Sermon. Ich habe überhaupt nichts mehr zu verlieren. Nur noch was zu gewinnen.
Ich verlange, dass mein Flug ohne disziplinarische und juristische Folgen bleibt. Sonst passiert ein Unglück. Ich erwarte unwiderrufliche Zusicherungen und Garantien von den Verantwortlichen. Over. Herr Steiner, Sie sind zweifellos in einer äußerst unglücklichen seelischen Verfassung. Versuchen Sie trotzdem, vernünftig zu sein und nicht unschuldig in Ihren Fall hineinzuziehen. Persönlich und in Ruhe lassen sich alle Probleme besser besprechen als so, unter Druck. Kommen Sie runter, dann sieht alles anders aus. Ich gebe Ihnen die Landung auf der Bahn 2.5 frei. Der Wind kommt aus 300 Grad mit 10 Knoten. So, ihr wollt nicht? Na gut. Dann verlege ich jetzt meine Position in die Innenstadt. Überlegen Sie mal, ob Sie mir nicht doch lieber meine Wünsche erfüllen wollen. Ende. Hören Sie, ich will mich dafür verwenden, dass man Ihre Ausnahmesituation anerkennt und Ihnen den Schein lässt. Ich weiß nicht, was mit Ihnen los ist, aber auch für Ihre Probleme gibt es eine Lösung. Ja, aber leider nur unter Androhung von Gewalt. Also, ich gebe Ihnen jetzt die Namen der Leute, die ich sprechen muss. Nehmen Sie einen Zettel und einen Bleistift und notieren Sie. Schon mal angesehen. Das soll nicht lange reden, Herr Schmidt. Der Wagen spricht für sich selber. Garagenwagen, Werkstatt gepflegt, alle Automatiken, Stereoanlage, Drehzahlenmesser. Können Sie meinen? Und ob ich meine? Dann habe ich noch ein paar Trümpfe in der Hinterhand. Erstbesitz, unfallfrei, 32.000 Kilometer. Aber Leo, doch nicht jetzt, bitte. Verzeihung, Herr Schülp, aber es ist wichtig. Der Flughafen hat angerufen. Und weswegen? Ihr, Herr Steiner, er kreist in einem Flugzeug über der Stadt und will sich umbringen. Ja, daran kann ich ihn nicht hindern. Doch, doch, Sie sollen sofort hinkommen. Er will mit Ihnen sprechen. Na, ich in der Mahlzeit, entschuldigen Sie. Und Frankfurt Tom, kommt jetzt Herr Stülp oder kommt er nicht? Ja, Herr Steiner, er kommt. Sehr gut. Was ist mit seiner Tochter? Sagen Sie mal, Frau Michaela, ich frage Sie nur, weil wir uns schon so lange kennen. Haben Sie einen neuen Freund? Warum? Ich gehe doch immer ums Carré spazieren und wenn Feierabend ist. Also früher sind Sie immer in einen Sportwagen eingestiegen und seit 14 Tagen wartet ein alter Käfer auf Sie. Haben Sie Schluss gemacht? Ja. Und der Neue? Ist das ein Student? Ja. Der andere hat schon Geld verdient, nicht? Das konnte man sehen an dem Sportwagen, den er fuhr. Michaela, Telefon für dich. Entschuldigen Sie einen Moment. Ja, bitte. Michaela Schülp? Ja. Wieso? Nein, 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 wir sind nicht mehr zusammen. Wir sind entlobt. Aber das ist doch nicht möglich. Ja, wenn Sie meinen. Aber versprechen Sie sich nicht allzu viel. Ich habe keinen Einfluss mehr auf ihn. Ja, gut. Nein, ich bin motorisiert. Und wohin da? Ja, gut. Ich komme. Oskar Bravo, wie lange haben wir überhaupt Zeit? Was ist Ihre Endurance? Kommen. Ich hatte beim Start für 2,5 Stunden Sprit. Jetzt bin ich 40 Minuten in der Luft. Also bleiben noch eine Stunde und 50 Minuten, in denen Sie sich überlegen können, ob Sie meinen Forderungen nachkommen wollen. Herr Steiner, das liegt nicht an uns. Die von Ihnen genannten Personen sind unterwegs. Ich kann warten. Ich habe Zeit. Eine Stunde und 50 Minuten. Bitte. Der Kommissar ist da. Oh. Tag, Herr Steiner. Guten Tag, Herr Breimers. Ja, hat sich inzwischen was geändert? Oh, nee, das ist ein schwieriger Bursche. Wir müssen versuchen, ihn zu überreden. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Vielleicht sind die Leute vernünftig, die ihr hierher holen lässt. Selbstmord im Flugzeug ist ja ganz was Neues. Herr Steiner, wir haben Verständnis für Ihre Situation. Aber gefährden Sie bitte nicht den Flugverkehr. Sonst werden die betroffenen Gesellschaften Schadenersatzansprüche an Sie stellen. Damit können Sie mich überhaupt nicht einschüchtern. Ich habe Schulden genug.
Entweder werden alle Forderungen zurückgenommen oder ich mache Schluss. Herr Hansen. Guten Tag. Darf ich bekannt machen, Herr Welter, der Leiter unserer Flugsicherung, Kriminalhauptkommissar Breiholz, Herr Schülp. Herr Schülp, gut, dass Sie da sind. Sie sind der Einzige, der uns helfen kann. Ja, wir müssen über Herrn Steiner sehr genau Bescheid wissen. Wenn ich schon daran denke, er war schon mal fast mein Schwiegersohn, aber meine Tochter hat zum Glück noch rechtzeitig gebremst. Danke. Herr Schülp, wenn ich Sie recht verstanden habe, hat Ihre Tochter das Verhältnis mit Herrn Steiner gelöst? Warum? Hat er irgendwas auf dem Kerbholz? Mit der Polizei zu tun? Ist er verrückt oder größenwahnsinnig? Nein, nein, er ist ein ganz normaler Junge, aber die Autos, diese verfluchten Autos, machen Sie? Nein, nein, nein. Vielen Dank. Die machen einen Jungen kaputt, wenn er noch keinen Charakter hat. Und ich högere mit dem Zeug. Was meinen Sie damit? In der Branche kann man viel Geld machen. Er hat von Anfang an zu viel Geld verdient. Er hat es zu leicht gehabt. Halbe Stunde quasseln und 400 Piepen verdient, das schadet. Er hat zu viel ausgeben können und es gibt zu viel zu kaufen, das ist es. Dieser Konsumzwang. Kaufen, angehen, Farbfernsehen, Stereo, Reisen, Partys, in der Luft rumkurbeln. Immer neue Autos, mehr PS als Lutze im Schädel. Eines Tages wächst ihm das alles über den Kopf und er bedient sich aus meiner Kasse. Macht Privatgeschäfte, unterschlägt. Ja, dann kommt alles auf einmal. Ausschmiss, Klage, Fendung. Dann weiß er nicht weiter und endet als Stuke. Na, hoffentlich nicht. Wir müssen ihn runterkriegen. Er kann sehr viel Unheil anrichten da oben und er weiß das. Kommen Sie, gehen wir zum Tower. Na, was ist? Kommen die jetzt oder kommen sie nicht? Oder muss ich vielleicht ein bisschen nachhelfen? Was ist ihnen lieber? Die Mainbrücke, die Kaiserstraße oder vielleicht das Messegelände? Alles sehr gut geeignet für Tiefflug. Halten Sie Ihre Position, Herr Steiner. Herr Schülp ist soeben eingetroffen. Oho, hat er sich persönlich herbemüht. Dann soll er mal gut zuhören, der Menschenfreund. Erstens, Karl, du ziehst die Klage zurück. Zweitens, du nimmst mich wieder ins Geschäft auf. Wenn ich was sage, ist es endgültig. Wir sind geschieden. Leute, das geht nicht mehr gut mit uns. Ah, du weigerst dich. Das mit der Klage, das ist mir doch piepegal. Das war in der ganzen Wut. Ich weiß noch nicht, ob es juristisch möglich ist, jetzt 4 Tage vor der Verhandlung. Ich werde Dr. Kühn fragen. Ja, dann frag ihn doch. Mensch, Gerd, du kannst doch nicht alles erzwingen auf die Art. Und ob ich das kann? Jetzt bin ich am Drücker, endlich mal. Oder willst du vielleicht schuld sein am Tod von Menschen, die nichts mit der Sache zu tun haben? Ich? Ja, du, natürlich du. Noch kannst du es verhindern, überleg's dir. Herr Steiner, wir haben nur noch 75 Minuten Zeit. Ja und? Ist das vielleicht nicht genügend Zeit, um zu überlegen? Wenn er unsicher ist, dann wird er gereizt. Er ist mit mir in die teuerste Metalle gegangen. Aber er war in die Preisklasse noch nicht reingewachsen. In die Umgebung. Es hat Spannungen gegeben. Hm. Sie haben das Verhältnis mit Herrn Steiner gelöst. Warum? Wenn ich sage, er war mir zu oberflächlich, dann klingt das vielleicht überheblich. Aber es war einfach so. Aber Sie haben doch Einfluss auf ihn. Nein. Sie sehen doch, was er macht. Das muss doch wohl so sein, sonst würde er doch nicht mit Ihnen sprechen wollen. Also kommen Sie, versuchen Sie es. Und weiter verlange ich von dir, dass du sämtliche finanziellen Verpflichtungen, die ich noch habe, übernimmst. Das kann ich nicht, Gerd. Ich bin kein Krösus. Und ob du das kannst? An deinen zurechtgeschminkten, klapprigen Autos verdienst du sehr schön. So, hier ist Fräulein Schlüpp. Das ist der Schneider. Bitte nehmen Sie Platz. So, mein lieber Karl. Du erklärst jetzt vor allen Zeugen da unten, dass du alle meine Schulden bezahlst. Ich gebe dir 10 Minuten Zeit, dich zu entscheiden. Ist Michaela inzwischen da? Ja, sie ist da. Dann will ich mit ihr sprechen. Bitte. Mein Schild, zum Sprechen müssen Sie hier drauf sein. Gerd, ich bin da. Sei vernünftig. Wenn du aufgeregt bist, machst du immer das Falsche. Du bist jetzt in einer Situation, die du gar nicht willst. Das geht jetzt nicht mehr. Heutzutage erreicht man nur was, wenn man etwas in der Hand hat oder jemanden. Es ist die einzige Chance. Mein Gott, wie kann ich dir helfen, Gerd? Michaela, lass diesen Studenten sausen und komm zu mir zurück. Dann wird alles anders. Bitte glaub mir. Du, das ist eine von meinen Bedingungen. Gerd, wir wollen auch jetzt offen miteinander reden. Es hat doch keinen Sinn mehr mit uns.
Wir wollen uns doch nichts vormachen. Wir können vielleicht gute Freunde bleiben. Gute Freunde, das ist doch lächerlich. Ich kann diesen Ausdruck nicht leiden. Du weißt genau, was ich meine, Michaela. Richtig wie früher. Gerd, das geht nicht mehr. Das kann man nicht erzwingen. Das weißt du so gut wie ich. Michaela, bitte überleg's dir. Ich lass dir Bedenkzeit. So. Und jetzt will ich einen Behördenvertreter sprechen. Polizei, aber keine Charge. Wir haben jemanden von der Polizei hier. Kriminalhauptkommissar Breiholz. Sie können mit ihm sprechen. Moment, er meldet sich gleich. Herr Breiholz, Herr Steiner, Sie müssen jetzt landen. Nur wenn Sie meine Bedingungen erfüllen. Was können wir für Sie tun? Ich erwarte Ihre Zugeständnisse. Herr Steiner, wir haben Verständnis für Sie und für Ihre Situation und wir wollen Ihnen auch helfen. Aber ich bin nicht befugt, Ihnen solche Garantien zu geben. Dann verlange ich den Oberstaatsanwalt. Lassen Sie ihn sofort kommen und seine Garantien müssen auf Band aufgenommen werden. Sie können das Gespräch doch mitschneiden. Herr Steiner, hier wird jedes Wort im Sprechfunkverkehr auf Band festgehalten. Na, sehr schön. Außerdem, und das ist meine letzte Forderung, verlange ich von der Stadt 100.000 Mark zum Aufbau einer neuen Existenz. Herr Steiner, seien Sie doch vernünftig. Wie käme denn die Stadt dazu, Ihnen so viel Geld zu geben? Na, hören Sie, Sie wissen, was ein Absturz in der Innenstadt bedeutet. Wie soll ich Ihnen das garantieren? Herr Steiner, wie lange haben Sie noch Zeit? Wenn Sie sich beeilen, können Sie den ersten Bürgermeister noch ranholen. Der muss dafür bürgen, aber schnell! Gleich lässt er auch noch den Innenminister oder den Bundespräsidenten kommen. Herr Steiner, wenn Sie mit dieser Geschichte Aufsehen erregen, klappt es auch nicht mehr mit der neuen Existenz. Bei zu viel Publicity sind Sie erledigt. Dann können wir Ihnen auch nicht mehr helfen. Steiner, Ihre Maschine fällt schon auf. Wir haben bereits die ersten Fragen und Beschwerden bekommen. Machen Sie keine Dummheiten, landen Sie. Sie haben nur noch für 30 Minuten Sprit. Steiner, Sie sind müde. Passen Sie auf, dass Sie genug Fahrt drauf haben, gerade über der Stadt. Wenn Sie in der Höhe überziehen, schmieren Sie ab. Sie haben nicht genug Höhe, um abzufangen. Steigen Sie auf 2000 Fuß. Oskar Bravo, bitte kommen. Oskar Bravo, bitte kommen. Vielleicht sollten wir alle seine Forderungen bewilligen. Meinetwegen auch 1 Million. Das nimmt er uns nicht ab. Also wenn jeder von uns einzeln seine Zugeständnisse macht, möglichst glaubwürdig, vielleicht mit einigen Einschränkungen. Herrgott, wir müssen ihn doch unterkriegen. Ja, nur wenn wir ihn jetzt anlügen, macht er das demnächst wieder. Wir müssen ihn überzeugen. Wir haben nur noch 20 Minuten Zeit. Einer von uns muss ihn runtersprechen. Wer spricht mit ihm? Herr Schülp, ich glaube, Sie können das am besten. Hör zu, Bert. Wir haben alles besprochen. Kein Mensch kann dich vor einer Anzeige bewahren. Wenn wir es nicht tun, tun es andere. Hier gibt dir auch niemand 100.000 Mark und das mit Michaela, das wird nichts mehr. Ihr habt doch nicht die gleiche Wellenlänge, das musst du kapieren. Ich kann dich aber wieder nehmen. Wenn du den Käse mit dem Gericht hinter dir hast und den ganzen Quatsch. Wir passen zusammen. Ich nehme dich, Gerd, wenn alles vorbei ist. Hörst du? Bitte komm. Ich will, dass alles, was ich verlange, erfüllt wird. Das macht dir keiner, Gerd. Keiner von uns. Wir wollen dir nichts vormachen. Also gut, dann fordere ich freies Geleit. Ich wandere raus. Lasst mich ungeschoren in die nächste Maschine einsteigen, nach Damaskus oder Algier. Dann seid ihr mich los! Steiner, ich glaube, das kann ich guten Gewissens zusagen. Ich verbürge mich dafür, dass Sie ungehindert abfliegen können. Der Sprit, die Tanks, die können gleich leer sein. Diese Nadeln hier, die funktionieren nicht so ganz richtig. Steiner, steigen Sie sofort! Wenn Ihnen in der Höhe der Quirl stehen bleibt, haben Sie keine Wahl mehr. Wenn Sie 2000 Fuß haben, dann können Sie sich wenigstens einen Sportplatz aussuchen oder den Main. Aber andernfalls seid ihr schuld. Ihr habt es zu verantworten, wenn ihr meine Forderungen ablehnt. Ihr seid schuld, wenn ich jetzt sterbe. Ich stürze jetzt ab, mitten in die Innenstadt. Lassen Sie mich mal, die Tour kenne ich. Das ist feige, Gerd, und ungerecht. Das weißt du genau. Ach, hör doch auf. Du sitzt da unten und mir ist jetzt alles egal. Ich will ja drauf gehen. Ich stürze jetzt ab.
Das wirst du nicht, Gerd. Du wirst nicht draufgehen. Vielleicht wirst du gar nicht tot sein, sondern nur schwer verletzt. Aber ich finde doch gar nicht mehr zum Platz zurück. Ich weiß doch gar nicht mehr, in welcher Richtung der Flughafen ist. Steiner, Sie müssen hinauf, sofort. Steigen Sie. Wenn Sie 1000 Fuß höher sind, dann ziehen Sie einen Vollkreis. Dann müssen Sie den Platz sehen. Wir schalten das Flughafendrehfeuer ein, dann können Sie uns gar nicht übersehen. Bestätigen Sie die Höhe, wenn Sie 1000 Fuß haben. Steiner, nur jetzt nicht die Nerven verlieren. Da kommt er. So, Steiner, jetzt bekommen wir sie in Sicht. Vergaservorwärmung ziehen, Klappen raus, aber Fahrt halten. Sie sind freigegeben auf der Landung 2.5. Nein, Steiner, das ist 0.7. Ich muss jetzt landen, ich kann nicht mehr. Also meinetwegen nehmen Sie 0.7, aber dann haben Sie Seitenwind von rechts. Merken Sie, Seitenwind von rechts. Achten Sie auf die Fahrt, verdammt nochmal, Sie hängen da wie eine faule Pflaume. Gas geben, drücken. Noch 50 Fuß Höhe. Achtung vor der Landung, sonst liegen Sie auf dem Bauch. Und jetzt runter. Gas weg und runter jetzt. Ja, so ist's gut. Steiner, weg vom Gas. Runter. Na, Sie können's ja noch. We'll be right back.